Sophie Hunger. Ich freue mich sehr, einen Gast aus der Schweiz zu haben. Nicht nur, weil Sie eine tolle Künstlerin sind, sondern ich bin ein großer Fan der Schweiz. Und Sie sind auch in der Hauptstadt geboren, in Bern. Ja, ich muss gerade überlegen, stimmt, Bern ist die Hauptstadt. Ja. Ist man sich da in der Schweiz nicht so sicher? Nein, weil Zürich ist eigentlich die wichtigste Stadt und die einzige wirkliche Stadt in der Schweiz. Wirklich? Zürich. Was mit Genf? Genf gehört zur welschen Schweiz, da spricht man Französisch und die Schweizer, also die Deutschschweiz ist eigentlich die Schweiz. Oh, ja. Darf man das so ohne weiteres sagen? Ja, natürlich. Besonders bei Ihnen darf man das sagen. Also Deutschschweizer zum Beispiel, also man wächst, wenn man in der Deutschschweiz aufwächst, dann denkt man eigentlich, dass Schweizerdeutsch zum Beispiel etwas ist, was alle können auf der Welt. Ja. Und erst später im Verlauf des Lebens, also wenn man es dann mal hinüberschafft, dann merkt man, dass es ja auch hinüber im Sinn von aus der Schweiz heraus, nicht schon hinüber im nicht Sinn von ins ewige Pussybo. Ja. Nein. Dann merkt man auf einmal, dass es eben auch welche gibt, die das nicht können. Und das ist ein spezieller Moment eigentlich. Dass man sagt, ja. Hey, ich hatte mal einen Senderchef aus der Schweiz, der sagte, ey fuck, I only live once. Ich kaufe jetzt dieses Penthouse in Berlin. Ja, genau. Ja, ja, aber das ist wirklich, es geht so weit, dass man den, also gesetzlich den deutschen Kindergartenlehrerinnen untersagt, mit den schweizerdeutschen Kindern Deutsch zu sprechen, aus der Angst heraus, also dass sie ja nicht Deutsch lernen, aus der Angst heraus, dass das Deutsche dann sozusagen das Schweizerdeutsche irgendwie fressen würde. Also, ja. Weil es ist ja bekannt, dass das Hirn ja nur eine Sprache gleichzeitig. Das stimmt. Überhaupt nur eine Sprache lernen. Also, aber Sie sind doch, nennen Sie mal ein paar der größten Städte, wo Sie gelebt haben. Paris? Ja, also, ja. London? Ja. Teheran auch? Ja, also ich lebe eigentlich nirgends. Ich bin einfach dann da. Sind da? Ja. Hier, auf dem Planeten? Ja. Aber Sie müssen doch irgendwo... Steuern zahlen. Ja. Ein gutes Thema. Ja, ich bezahle meine Steuern in Zürich, wie viele andere Deutsche auch. Und, und Zürich hat gar keinen so günstigen Steuersatz für einen Steuerflüchtling, oder? Der Steuersatz in Zürich ist, glaube ich, relativ hoch sogar. Verglichen mit Zug zum Beispiel. Ja, verglichen mit Zug ist er sehr, sehr hoch, das stimmt. Aber nicht verglichen zum Beispiel mit der welschen Schweiz, ist er sehr tief. Tatsächlich? In Genf und so zahlt man sehr viel mehr? Ja, zum Beispiel in La Chaux-de-Fonds, das ist die Stadt, die kommunistisch regiert wird. Kommunistisch? In der es am meisten Sonne gibt, aber trotzdem am kältesten ist. Das ist im Jura? Ja, genau. Ist das nicht die Uhrenhauptstadt der Schweiz? Auch, ja. Ich glaube, 95% aller Leute in La Chaux-de-Fonds arbeiten für die Uhrenindustrie. Und dort zahlt man am allermeisten Steuern, glaube ich. Wirklich? Oder vielleicht zahlt man da gar keine Steuern mehr. Vielleicht gehört da einfach alles allen. Also so, dass man dann... Ja, weil das kommunistisch regiert ist. Aber das würde ich mir mal gerne vorstellen, einen Schweizer Kommunisten. Das ja, irgendwie. Da muss man nach La Chaux-de-Fonds gehen. Ja, aber Lenin zum Beispiel hat ja in der Schweiz gestartet. Mhm. Dann haben wir, die Deutschen, ihn im Eisenbahnwaggon nach Russland gefahren. Und dann hat er dort die Zone erfunden, praktisch, kann man sagen. Ja. Also, ja, aber was halten Sie dann von unserem Spitzenkandidaten, Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück, der die Steuermodelle der Schweiz ein bisschen kritisch sieht für deutsche Sicht? Ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, was ihr für Probleme habt. Ich mit kann wem? Nur von meinen Problemen sprechen, mit den Steuern. Ich zahle sie einfach. Ah, okay, ja. Ja. Ja, Peer Steinbrück, ich weiß nicht. Ist er beliebt in der Schweiz? Er ist nicht sehr beliebt, aber das ist, weil man in der Schweiz, ähnlich auch wie in Deutschland, hat man ja dieses Ironieproblem. Also Peer Steinbrück hat ja eigentlich vorgehabt, sobald er Kanzlerkandidat wird, keine Ironie mehr zu benutzen. Ja. Aus der intelligenten Überlegung heraus, dass Ironie ja nicht immer verstanden wird. Nur hat er das dann wahrscheinlich auch irgendwie ironisch gemeint. Ja. In Anbetracht der vielen Dinge, die er mittlerweile so
Und jetzt, jetzt kämpft er seit dem letzten Sonntag auf dem Parteitag. Woran sieht man das? Weil er geht jetzt mit alten Damen Kaffee trinken zum Beispiel. Ja. Das war, dafür war er früher nicht unbedingt. Wer ist der beliebteste Deutsche in der Schweiz? Oh, das ist gibt's sowas überhaupt? Ich würde sagen Sie. Nein. Na, ich glaube, Michael Schumacher zum Beispiel. Der wohnt doch am Genfer See. Ja. Wenn ich richtig weiß. Oder wohnt er auch am Bodensee im Kanton St. Gallen? Nein, ich glaube, achso, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau. Aber haben Sie nicht mütterlicherseits Wurzeln im Kanton Graubünden? Das ist richtig, ja. Wo? In Graubünden? In Chur. Oh, der Hauptstadt von Graubünden. Ja. Da lebt ein lieber Freund von mir, Waldi Hartmann. Ah. Ja, ich glaube, er freut sich, dass ich das mal hier bekannt gebe. Aber ist ja ganz offiziell. Waldi, weiß doch jeder, ist ganz offiziell, nichts, alles sauber, alles für dich okay. Und Chur ist aber nicht, Graubünden ist so ein toller Kanton, oder? Ja, und Chur war auch, glaube ich, lange Zeit sogar ein Bistum, wenn mich nicht alles täuscht. Was ja eigenartig ist, weil da wohnen ja gar keine Menschen. Wo? In Graubünden? Ja. Ja, wieso wohnen da keine Menschen? Ja doch, aber nicht so viele. Ich meine. Schon. Gut, es sind mehr Russen und Engländer. Also im Engadin also dann. Hartmann und so. Hartmann ist ja kein Russe. Ja, und der ist ja auch nicht gläubig. Doch. Ist er das? Ja, so in so gewissen Privatreligionen. Also zum Beispiel Mammon verehrt er sehr. Kennen Sie Waldi Hartmann? Also nur als Sportreporter, oder? Ja, aber Sie sind doch ein Arbeit. Das können wir mal zeigen. Und bitte, eine Schweizerin mit internationalem Flair. Wo zeigt die uns, wie sie Fußball spielt? Es ist im Hof des Louvre. Ich glaube, da ist der Clip. Schauen Sie mal, was Sie für eine Technik haben. Aus dem Video von Ihnen, ja, das ist Paris. Ist doch irre. Ohne Trick, Sie sind das wirklich selber, ja? Ja. Toll! Verfolgen Sie den deutschen Fußball? Ja, das tue ich ja. Haben Sie verfolgt, dass der Trainer von Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, sich Haare vom Hinterkopf das nach vorne hat? Ja, das habe ich. Ja. Da habe ich zu mir gedacht, dass man sagt ja oft, ja, also es gibt, da habe ich mir einfach gedacht, Männer sind eigentlich auch Frauen. Aber nicht im Fall von Klopp, der ist nun das Urbild des Mannes, der rasend gut bei Frauen ankommt, weil er diese Mischung aus Tier und aber auch Weinen. Ja, verkörpert, oder? Ja, stimmt. Ja, ist so ein Brunhilde-Typ. Ja, so sehe ich auch. Ja, ja. Ja, Brunhilde-Klopp. Wir wollen Brunhilde! 80.000 beim nächsten Spiel. Wir wollen Brunhilde! Und das mit den neuen Haaren, oder? Brunhilde! Wie finden Sie Jürgen Klopp? Ja, also mir fällt einfach auf, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, muss ich ziemlich lange über ihn nachdenken. Sie sitzen also vor dem Fernseher und sagen... Ja, irgendwie alles, was er sagt, ist ja eigentlich ziemlich... Also jetzt, wie soll ich sagen, so... Premier degré, sagt man auf Französisch, hat nur einen Grad, also keine Tiefe, also es ist nicht kompliziert. Premier degré? Premier degré. Das klingt wie so ein Wein, den man auch liegen lassen sollte, oder? Klopp ist Premier degré, ja. Monsieur Premier degré. Und trotzdem bleibt es dann irgendwie, es bleibt so mit einem. Ja. Es trägt einen ein bisschen so durchs Leben. Aber Sie sehen Klopp und dann denken Sie nach, ja? Ich schaue mal Fußball. Ah, ich merke einfach, dass ich mich dann so die nächsten paar Minuten ein bisschen so wie er verhalte. Das heißt, Sie haben plötzlich mehr Zähne im Mund? Oder und diese Aggression, also diese positive Aggression. Ja, positive Aggression. Ja. Ja, und wie können Sie sich vorstellen, er hat gesagt, seine Fans sind so begeistert, dass die Mannschaft das Halbfinale erreicht hat, sie freuen sich ein zweites Loch in den Allerwertesten. Ist das was man in der Schweiz brauchen könnte? Ein zweites Loch. Zum Beispiel beim Bergsteigen. ich weiß es nicht. Wäre das eine zu deftige Ausdrucksweise für die Schweiz? Ja, das gibt schon brutal. Nein, das wäre nicht. Es wäre eher in Frankreich ein Problem, weil es nicht elegant ist. Ein französischer Mann würde so etwas nicht sagen im Fernsehen. Nicht mal der größte Poll auf dem Campingplatz in Frankreich? Doch, aber der wäre ja dann nicht Fußballtrainer. Ah, das heißt, es erfordert schon eine gewisse elitäre Ausbildung, um in Frankreich Fußballtrainer zu werden. Um bei einem großen Club zu sein? Nein, keine elitäre Ausbildung, aber man sagt dann nicht solche Sachen. Würde man nicht das sagen, weiß man einfach, dass es in Frankreich ist. Ja, das ist einfach, das hat keine Klasse. Sowas, ihr Pianist ist Franzose? Ja. Kennt ihr überhaupt Flüche? Nein. Nein.
Also auf Französisch? Ja. Also nein, das kann ich ihn nicht fragen. Warum? Weil er sich, naja, aber er würde dann aus Verlegenheit etwas sagen und dann würde seine Mutter mich anrufen. Testen Sie es doch mal. Weil, ich will savoir si tu, wie findest du unsere Musik, die wir spielen? Wir sterben. Bitte? Wir sterben. Ja. Was hat er gesagt? Er sagt, wir sterben. Wir sterben. Ja, weil Sie ihm den Satz beigebracht haben. Oder? Ja. Welchen noch? Wie viele Sätze haben Sie ihm beigebracht? Also, eigentlich wäre die Idee gewesen, dass Sie ihn fragen, und wie geht's? Und dann würde er sagen, gut. Ach so. Aber nimm's nicht persönlich. Den Satz kann er auch. Ja. Gut, aber nimm's nicht persönlich. Ja, wie geht's? Gut, aber nimm's nicht persönlich. Ah, okay. Ja. Gefällt Ihnen die Show? Niemand. Nimm es nicht persönlich. Ja. Aber das ist schon irgendwie ein sehr gehobener Konversationssatz in Deutschland. Nimm es nicht persönlich. Ja? Ist es so? Ich finde schon. Die deutsche Sprache ist eigentlich, momentan brauchen wir eigentlich nur die Sätze Party und geil, geil, geil. Und wenn etwas sehr bewegend ist, Gänsehautfeeling pur. Ja, das wird auch angeordnet. Gänsehautfeeling pur. Jetzt kommt eine tolle Überleitung. Das stellt sich bei vielen bestimmt auch ein, wenn wir sie jetzt hören, mhm, als Sängerin. Ein englischer Titel, The Danger of Light. Ja. Ja, aber viele Texte auf Deutsch, auch der, den wir jetzt hören. Ja. Ja? Er heißt das Neue? Ja. Ist es ein Abschied vom Alten oder eine Brücke oder eine Verbindung? Nein, es war eigentlich mehr, mir ist, also ich bin nicht besonders intelligent und ich habe erst... Das ist jetzt kokett. Erst kürzlich herausgefunden, dass ja, die Worte ja nicht immer dasselbe bedeuten und sich verändern und so. Und dann habe ich gedacht, muss ich das irgendwie so mit, damit ein bisschen spielen. Ja, und das werden wir jetzt hören. Sehr, sehr schön. Das Neue, Sophie Hunger. Herzlich s'il vous plaît. Ist das neue 20, der Mann ist die neue Frau. Freiheit ist das neue Gefängnis und Reich ist das neue Schlau. Islam ist die neue katholische Kirche und Deutschland die neue Türkei. Die Schweiz schon bald im Siebengebirge und jetzt ist das neue vorbei. Drum nach Hause kommst, dann bin ich nicht mehr hier. Ich kann nicht bleiben, wie ich bin mit dir. Und wenn du mal nach Hause kommst, dann bin ich nicht mehr hier. Ich kann nicht bleiben, wie ich bin mit dir. Der neue Kolumbus, der Bankmann, die neue Aristokratie. Gesundheit ist der neue Exorzismus, c'est la fatigue, c'est la nouvelle folie. Nichtraucher sind die neuen Raucher, Alte fühlen sich neu, immer jünger. Intellektuell ist neu, völlig unbrauchbar. Freiheit zum Bestehen ist neu, so wie Hunger drum. Dann bin ich nicht mehr hier. Ich kann nicht bleiben, wie ich bin mit dir. Wenn du mal nach Hause kommst, dann such nicht mehr nach mir. Ich kann nicht bleiben, wo ich bin mit dir. Yeah!
Vielen Dank, Sophie Hunger. Alles Gute. Dankeschön. Dankeschön.